Wir werden heute über das Thema Zuckersucht, die Ursachen von Zuckersucht und wie man sie auch erkennen kann, welche Risikogruppen es gibt und wie wir schlussendlich auch mit täglichen Umgangsformen dagegen ankämpfen können. Genauso wie wir durch Supplementierung mit Nahrungsergänzungsmitteln dagegen steuern könnten. Zu meiner Person, ich bin Dagmar Gerber, Diplombiologin, Diplom-Ernährungswissenschaftlerin der ETH Zürich sowie Heilpraktikerin und Trainerin für den Gesundheitssport, aber auch Meditation und so weiter. Und ich mache schon einige Zeit verschiedenste Webinare zu medizinisch-naturheilkundlichen Inhalten und ich hoffe, dass Sie heute einiges mitnehmen können und ansonsten gerne auch noch Fragen im Anschluss stellen wollen. Gut, was ist eigentlich Zuckersucht? Zuckersucht bedeutet im Grunde die Unfähigkeit, auf Zucker zu verzichten, und zwar täglich wirklich auf Zucker zu verzichten, dass man im Grunde immer eine Art Lust nach Zucker hat oder regelrecht schon einen Drang nach Zucker hat, genauso wie wenn man zum Beispiel Zigaretten rauchen würde oder als Alkoholiker täglich seinen Alkoholintus haben muss. Und entsprechend handelt es sich hier auch bei Zucker tatsächlich um eine Droge, und zwar eine richtig harte Droge, von der natürlich die Medizin und die Pharmaindustrie nichts wissen möchte, aber de facto ist es eine ganz entscheidende Droge, die uns wirklich alle betrifft, inklusive meiner selbst, da wir tagtäglich mit Zucker zu tun haben. Also es ist im Grunde das Verlangen nach Zucker und das wird einfach nicht befriedigt. Im Gegenteil, es wird immer stärker und immer stärker. Das ist wie beim Kokain, wie bei anderen Opiaten, dass man immer mehr nehmen muss, damit man eine Befriedigung bekommt. Und genau das ist bei Zucker der Fall. Das heißt, Zucker erzeugt im Gehirn die gleichen Aktivitätsmuster wie zum Beispiel Alkohol, wie zum Beispiel Cannabis oder beziehungsweise nicht Cannabis, sondern in dem Fall ist es Kokain oder andere starke Drogen. Das ist ganz wichtig, dass wir das im Hinterkopf behalten, weil entsprechend müssen wir uns auch anschauen, wie gehen wir bei so einer Sucht tatsächlich vor. Interessanterweise ist Zucker als Süßgeschmack evolutionsbiologisch betrachtet ein sehr wichtiger Geschmack, den wir eigentlich überall finden. Also wir haben Geschmacksrezeptoren wirklich im Darm, im Gehirn, in der Nase, im Mund, im Gaumen. Noch viele andere Regionen im Körper, die tatsächlich diesen Geschmack süß empfinden können. Und das ist umso wichtiger, als dass wir entsprechend auch darauf hingehen müssen, dass wir nicht nur den Gaumen und den Rachen sozusagen davon fernhalten, was jetzt Zucker anbelangt, sondern natürlich auch den Magen-Darm-Trakt, weil dort wird Zucker natürlich auch im Gehirn dann signalisiert als solchen, als Zucker. Das heißt, früher war das tatsächlich ein Überlebensvorteil, wenn man energiedichte, sag mal, Nahrungsmittel gefunden hat, wie zum Beispiel eine Knolle, die sehr viel Kohlenhydrate beinhaltet, also sprich im Endeffekt sehr viel Glucose beinhaltet, oder irgendwo einen Bienenschwarm gefunden hat, wo man Honig direkt so lecken konnte, weil der Körper sehr, sehr viel weniger Energie braucht, um solche energiedichte Nahrung sofort in Glucose im Blut umsetzen zu können. Das heißt, wir haben hier eine schnelle Energiezufuhr damals gehabt, die natürlich dem damaligen Menschen half. Heute hat man festgestellt durch Studien, dass Europäer und die weißen Amerikaner aufgrund einer gewissen Genvariante sogar noch empfindlicher auf diesen Süßgeschmack reagieren als Asiaten und Afrikaner. Das heißt, die essen de facto auch im Schnitt mehr, weil sie tatsächlich, wie ich ja schon sagte, Zucker ist eine Droge, sie wird nicht befriedigt. Je mehr Süßes ich esse, desto mehr bekomme ich Lust auf Süßes. Das im Hintergrund zu behalten, ist ganz interessant. Im Gegensatz dazu, die Geschmacksempfindung sauer, die regt den Appetit an, aber sie zeigt auch eine Unreife von einem Nahrungsmittel zum Beispiel oder ein verdorbenes Nahrungsmittel. Oder ein Nahrungsmittel, welches durch bestimmte Bakterien zum Beispiel schon in der Zersetzung sich befindet. Das heißt, früher war der Geschmack sauer eher negativ behaftet, während eben süß
dem Jäger und Sammler zeigte, ja, da komme ich schnell an Energie dran. Wenn wir uns heute den Zuckerverbrauch weltweit anschauen und insbesondere mal nach Europa schauen, und ich habe jetzt hier einfach mal, weil Deutschland und Österreich sich sehr ähneln, auch Deutschland mit aufgeführt, in einer Statistik hier gezeigt. In den letzten 50 Jahren hat sich der weltweite Zuckerkonsum tatsächlich verdreifacht auf um die 165 Millionen Tonnen im Jahr. Das heißt, früher war zum Beispiel in Deutschland der Gesamtverbrauch pro Jahr im Jahre 50, 51 bei ungefähr 28 Kilogramm. Heute ist er bei 2013 um 31,3 Kilogramm, was ungefähr fast 30 Würfel oder fast 90 Gramm Zucker pro Tag Bedarf oder beziehungsweise bedeutet. Und eigentlich sind diese Statistiken von 2015, neuere habe ich bislang nicht gefunden, das braucht immer ein paar Jahre, bis das wieder publiziert wird. Aber was ganz interessant ist, dass die Schweiz, was ja ähnlich auch Schweiz in Bezug auf Österreich und Deutschland, sich doch noch mal ein bisschen größer nach oben hin auszeichnet, während naja, Deutsch-Österreich so bei knapp 30, 40 Kilogramm pro Jahr liegt. Wenn wir uns überlegen, okay, was bedeutet das eigentlich? Zuckerkonsum bedeutet im Grunde, dass wir schauen müssen, wie viel Zucker in Form von Zucker oder zuckerähnlichen Stoffen, wie zum Beispiel Milchzucker oder Fruchtzucker oder auch verschiedene Süßstoffe, wie wir das täglich zu uns nehmen. Insbesondere wollte ich hier auch mal zeigen, wie wichtig es ist zu verstehen, wie Zucker wirkt, also wie Süßzucker empfunden wird. Also bei uns Europäern, sage ich jetzt mal, und auch bei den weißen Amerikanern. Wenn wir hier jetzt also den Haushaltszucker, das ist ein Disaccharid, also ein Doppelzucker, nennt man auch Saccharose, besteht zu 50% aus Glucose und 50% aus Fructose, als 100% Süßkraft betrachtet. Das heißt, wenn wir jetzt hier einen Würfel Zucker nehmen, dann haben wir jetzt einen bestimmten Süßwert, eine bestimmte Süßkraft. Dann schauen wir mal, was solche also Zuckerersatzstoffe tatsächlich an Süßkraft haben. Bis zu 13.000 Mal stärker als ein normaler Haushaltszucker. Während zum Beispiel der normale Glukosezucker, also der Traubenzucker, den man normalerweise zum Beispiel zum Kuchenbacken verwendet, eine geringere Süßkraft hat. Und dann auch nochmal der Milchzucker um einiges geringer. Also, das ist schon mal wichtig zu verstehen. Auch wichtig zu verstehen ist, wie viel tatsächlich sinnvoll ist, oder sagen wir mal, wie viel wir maximal eigentlich pro Tag einnehmen sollten an Zucker, also an zusätzlichen Zucker, den wir jetzt hier als Haushaltszucker betrachten, dann sagen wir jetzt 25 Gramm pro Tag ist noch okay, aber die Mehrheit nimmt 100 Gramm. Wenn Sie sich überlegen, ein Esslöffel ist ungefähr 10 Gramm Zucker. Das heißt, das wären ungefähr 10 Esslöffel, die wir eigentlich im Durchschnitt am Tag einnehmen, statt, sagen wir mal, 2 bis 2,5 Esslöffel. Und wenn man sich überlegt, wie viel zum Beispiel ein Süßgetränk, also zum Beispiel hier eine Dose Coca-Cola beinhaltet, sind es 10 Teelöffel Zucker. Also das sind ja schon mal 5 Esslöffel Zucker. Das heißt, es ist schon mal doppelt so viel, als was wir hätten einnehmen sollen. Wenn wir jetzt mal auf diesen Betrag, den die WHO eigentlich angibt, gehen. Die WHO hat hochgerechnet, dass im Jahr 2030 wir bereits bei den Frauen fast die Hälfte an übergewichtigen Frauen haben werden und davon fast jede fünfte schon adipös, sprich fettleibig sein wird. Bei den Männern ist es noch dramatischer, da sind 95% prognostiziert, übergewichtig zu werden und 24% fettleibig. An dieser Stelle möchte ich auch sagen, dass es egal ist, welchen Zucker wir zu uns nehmen. Ja, Zucker ist Zucker, Glucose geht als Blutzucker praktisch eine Art chemische Reaktion ein. Das heißt, mit allen Proteinen, die wir im Blut vorfinden, wird im Grunde wie so eine Art Korrosion stattfinden. Und das misst man ja später auch als den HbA1c-Wert, um zu schauen, wie stark ist der Blutzucker in den letzten 14 Tagen
ungefähr hochgegangen, beziehungsweise auch direkt nach einer zuckerreichen Kost. Was wichtig ist, auch bei Normalgewichtigen kann Zucker tatsächlich zu schwerwiegenden Erkrankungen führen. So leiden heutzutage 40% der Normalgewichtigen bereits an einer Insulinresistenz. Und bei ungefähr 20% von denen, also jeden fünften, hat bereits eine Leberverfettung schon stattgefunden, ungeachtet, dass dieser Risikofaktor Fett ja auch ein Faktor ist für Diabetes Typ 2. Wenn wir jetzt weitergehen, was die WHO eigentlich sagt, die WHO sagte ursprünglich 25, haben wir gesagt, 25 Gramm, beziehungsweise 6 Teelöffel Zucker, also zwischen 3 oder 2,5 bis 3 Esslöffel Zucker. Ja? Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung, die ja auch im Grunde ähnlich ist in Österreich, sagt, weil wir das fast nicht mehr schaffen, eigentlich 50 Gramm pro Tag sei noch okay. Ich erwähne hier nochmal die Coca-Cola. Das heißt, mit einer Cola haben sie bereits die Menge an Zucker zu sich genommen, die sie überhaupt am Tag zu sich nehmen dürften, laut der Deutschen Gesellschaft für Ernährung. Aber das wäre schon deutlich mehr, als was die WHO sagt. Gut, das bedeutet, die Mehrheit der Deutschen hat bei 15 bis 18% schon seinen Energiebedarf über Zucker gedeckt, statt, wie die WHO angibt, bei 5 bis 10%. Und wenn wir jetzt hier weitergehen, entspricht es 31 Teelöffel Zucker pro Tag. Das bedeutet 500 Kilokalorien als Zucker pro Tag bei einer normalen Ernährung von ungefähr 2000 Kilokalorien oder Kalorien, die wir brauchen pro Tag bei einem normalgewichtigen Menschen. Das bedeutet aber auch im Umkehrschluss, dass sowohl in Österreich, genauso wie in Deutschland, noch viel schlimmer in der Schweiz, mehr als 90% der Frauen und ungefähr 80% der Männer zu viel Zucker nehmen als empfohlen. Was sind denn tatsächlich die Richtwerte für Zucker, für den Zuckerkonsum? Da haben wir hier die Dachreferenzwerte für die Nährstoffzufuhr berechnet. Einmal vom Kleinkindesalter über das Kindesalter, jugendliche Alter und Erwachsenenalter. Und da erkennen Sie, bei den Kleinkindern erlaubt man bis zu 8 Würfel, das sind ungefähr 12 Kilokalorien oder 3 Gramm Zucker. Bei den Kindern sind es ähnlich hohe Werte, was ich erschreckend finde, ehrlich gesagt, wie bei den Erwachsenen. Auch wenn Kinder wachsen müssen, so brauchen sie nicht unbedingt Zucker, sondern sie brauchen im Grunde Proteine und Fette für die Gehirnentwicklung, für die Sehnerventwicklung und für jede Biomembranentwicklung, vor allem gute Fette und gute Proteine für den Muskelaufbau sowie Mineralien und Vitamine. Wissen wir alles. Aber hier haben wir das eben schon mal ein bisschen angepasst, weil wir wissen, dass im Endeffekt die Kinder heutzutage auch viel zu veressen. Bei den Jugendlichen haben wir einen riesen Peak. Ja, und bei den Erwachsenen geht es dann wieder ein bisschen runter, was die Richtwerte anbelangt. Wenn wir das jetzt uns anschauen in Bezug auf Zucker, Salz und Fett, weil das kommt ja meistens in Kombination, dann sehen Sie auch hier eigentlich, sehen wir überall der Salzwert zum Beispiel, der immer mit dem Zuckerwert korrelieren sollte normalerweise. Dahingehend, dass wenn man viel Zucker isst, man gerne auch dann einen Salzhunger entwickelt, obwohl Salz keine Droge ist. Zucker ist eine Droge, Salz nicht. Fett ist auch keine Droge, aber geht meistens einher mit dem Zuckerkonsum. Dann erkennen Sie eben, dass wir hier auch doch um deutlich mehr Zuckerstücke pro Tag hier als Richtwert angegeben haben. Interessant ist, dass der Mensch, egal wo er sich befindet auf dieser Welt, normalerweise bis zu einem Teelöffel Salz benötigt. Ja? Bei Kleinkindern ist nochmal was anderes, aber Jugendliche und Erwachsene haben eigentlich den gleichen Salzkonsum. Und das regelt sich selbstständig. Was der Körper braucht, das holt er sich dann auch. Beim Zucker ist es eben nicht so. Zucker, den kann man unbegrenzt essen. Wenn wir jetzt uns mal anschauen, okay, was haben wir eigentlich für Lebensmittel heutzutage, wie sind die mit Zucker versetzt, dann müssen wir sagen, es gibt unglaublich viele Lebensmittel zwischen, sagen wir mal, 50 bis 60 hier bei uns in Deutschland, in den USA sind es bis zu 80% aller industriell hergestellten Lebensmittel mit Zucker, zusätzlichem weißem Zucker oder Formen von Zucker
also praktisch augmentiert beziehungsweise eben sehr stark angereichert, damit es natürlich gut schmeckt. Und hier mal als Beispiel für versteckten Zucker. Wenn wir mal nur eine kleine Portionstüte von Ketchup betrachten, dann haben wir hier schon mal 1,5 Zuckerwürfelchen. Oder was ich ganz spannend finde und erschreckend, abgesehen davon, nicht nur spannend, sondern erschreckend, weil viele Kinder das damit in die Schule bekommen, dass ein Müsli-Riegel zum Beispiel, was gerade mal 50 Gramm wiegt, bereits 7,5 Würfel Zucker beinhaltet. Im Vergleich dazu, ein Apfel hat 3. Aber ein normales Sauerkraut, welches man kauft und nicht selber herstellt, ähnlich wie beim Apfel. Ja, und da gibt es noch viele andere Beispiele. Ich zeige mal nur den Joghurt hier. Der Joghurt, der kann auch noch sehr viel mehr Zucker beinhalten, je nachdem. Das heißt, draufschauen lohnt sich. Und wenn wir jetzt mal schauen, was es im Bereich Limonaden gibt, dann sehen Sie, dass Limonaden sehr stark mit Zucker versetzt sind. Und das bedarf einfach immer wieder ein Checken, was steht wirklich hinten drauf und wie hoch ist der Zuckergehalt des Nahrungsmittels, das ich zu mir nehme. Ich finde, dass man gerade bei den Joghurts, weil die ja sehr, sehr gerne auch den Kindern gegeben werden, unbedingt darauf achten musste. Man sollte eigentlich immer darauf achten, dass jede Frucht Joghurt sehr stark mit Zucker versetzt ist, egal welchen man nimmt. Also selbst von den Bio-Joghurten sind die eigentlich sehr stark mit Zucker versetzt. Welche Risikogruppen gibt es eigentlich, die zu einer Zuckersucht neigen? Es ist ganz wichtig zu überlegen, warum bekomme ich überhaupt dieses Craving for Sugar, also diese Sucht nach Zucker. Das sind oftmals depressive Menschen oder auch Menschen, die schon mal depressiv waren und auch zur Depression neigen. Das sind Menschen, die sehr starken De-Stress, also negativen Stress ausgesetzt sind, die also die ganze Zeit auch mit Schlafmangel zu tun haben und sich damit dann versuchen, durch den Zuckerkonsum wieder wachzurütteln, sich zu pushen. Das sind aber Menschen grundsätzlich auch mit einem geringeren Serotoninspiegel. Das ist ein Botenstoff, ein Neurotransmitter, der, Sie kennen es bestimmt, als Glückshormon auch bekannt ist, der aber auch unseren Antrieb bedeutet. Und gerade Menschen, die depressiv sind, die haben gerne mal einen geringeren Serotoninspiegel. Und leider sind wir Frauen durchschnittlich mit einem niedrigeren Level, also ein Niveau an Serotonin ausgestattet als Männer. Und dementsprechend sagt man auch, dass Frauen eher gefährdet sind, eine Zuckersucht auszubilden. Aber auch jede Art von Essstörungen, die Mann oder Frau haben kann. Also zum Beispiel dieses Binge-Eating. Das heißt, man isst auf einmal sehr, sehr viel, meistens am Wochenende zum Beispiel. Unter der Woche isst man normal. Das ist genau wie das Binge-Drinking. Also wenn man praktisch sich am Wochenende einen Alkohol zuschüttet und an der Woche normal trinken würde, so geht es beim Essen eben auch. Oder eben auch die Essbrech, die sogenannte Bulimie, ja, die sehr gerne auch einhergeht mit einer Zuckersucht. Was jetzt die Henne oder das Ei ist, ist manchmal schwierig zu beurteilen. Aber wichtig ist, dass Zucker auf jeden Fall die Produktion des Neurotransmitters, also des Botenstoffes im Gehirn, anregt und dementsprechend antidepressiv wirkt. Und eben Menschen, die gerne zu depressiven Verstimmungen oder auch depressiv sind, die nehmen gerne mal irgendwelche Zuckerriegel zu sich, um einfach sich besser zu fühlen. Denn wie entsteht eigentlich eine Zuckersucht? Zucker nämlich stimuliert genau diese Hormone, diese Neurotransmitter, Serotonin und Dopamin, die unser körpereigenes Belohnungssystem ausschüttet. Und das macht der Körper normalerweise sozusagen nach Bewältigung von schweren Aufgaben oder auch wenn sie einen angenehmen Körperkontakt hatten als Belohnung und auch als Entspannung und als Freude im Grunde für sich selbst. Und wird unser Belohnungssystem praktisch regelmäßig durch Zucker aktiviert, dann verlieren wir irgendwann unsere Kontrolle, den Zucker wirklich zu kontrollieren, Zuckereinnahme zu kontrollieren. Und damit werden wir abhängig von Zucker.
Das ist das, warum ich sage, warum die Wissenschaft sagt, nicht nur ich, sondern die Wissenschaft sagt, Zucker ist eine Droge, weil sie wirklich die Neurotransmitter ankurbelt. Also Dopamin vor allen Dingen und Serotonin. Also ähnlich wie Alkohol, ähnlich wie Nikotin, erhöhen sie beide Neurotransmitterspiegel. Die wichtigsten Ursachen sind gerne eine Kombination aus den folgenden. Einmal wirklich die echte Zuckersucht, die Schwankung des Blutzuckerspiegels, zum Beispiel durch falsche Ernährung oder durch ständige Diäthaltung oder auch durch zu viel Sport und zu wenig vorbereitende Ernährung davor, wie auch immer, auf jeden Fall schwankende Blutzuckerspiegel, führen praktisch auch zu Unterzuckerungsphasen und irgendwann dann plötzlich zu diesem Heißhunger auf Süßes. Aber auch seelische Gründe gibt es, ich gehe da gleich noch drauf ein, und vor allen Dingen das Thema Darmpilze. Eine echte Zuckersucht entsteht tatsächlich im Gehirn. Nämlich dann, wenn der Botenstoff, also der Neurotransmitter Serotonin, Serotonin, das Glückshormon, niedrig ist, und zwar zu niedrig ist, und der Dopaminspiegel praktisch zu hoch ist. Also wenn sich die beiden gegenseitig nicht mehr kompensieren können, sondern Dopamin zu hoch, Serotonin zu niedrig. Aber auch, wenn beide Botenstoffe zu gering vorhanden sind. Der Ursachenbereich, habe ich schon gesagt, ist einmal der Distress, der negative Stress, eben aber auch Diätfehler und auch Medikamenteeinnahme, die sowohl Diätfehler als auch Medikamenteneinnahme zu Mangel an den Aminosäuren, den Vorstufen Tryptophan für Dopamin und Tyrosin für Serotonin also verursachen können. Das heißt, wir haben hier schon mal zu wenig dieser Aminosäuren, um daraus dann Serotonin und Dopamin herstellen zu können. Was hat es als Folge? Beim Dopaminmangel kommt es zur Antriebsschwäche, zur Lustlosigkeit. Das versucht der Körper durch bulimische Anfälle, also so Fressanfälle zum Beispiel, zu kompensieren. Fressbrechanfälle muss man natürlich sagen, ja, weil ein Bulimiker, der erbricht sich natürlich danach wieder. Oder es kommt zu einem Drogenkonsum, ob das jetzt Zucker ist oder Nikotin oder Alkohol, ist egal. Auf jeden Fall, der Körper sucht sich irgendeine Droge als Kompensation. Es kann aber auch bedeuten, die Droge namens Spielsucht. Also, dass man ins Casino geht und dort einfach sich um Haus und Hof spielt. Aber man bekommt dadurch durch einen Dopaminmangel auch übermäßige Anfälligkeit für Stress. Das heißt, man ist nicht mehr so stressresistent. Die Resilienz fällt ab und die Depressionsneigung ist gegeben. Beim Serotoninmangel kommt es eher zu Ängstlichkeit, Panikattacken, Unzufriedenheit und auch das wiederum führt zu einer Art Drogenkonsum, ob das jetzt wieder Zucker ist oder irgendeine andere Droge, ist egal. Die wirkt einfach dahingehend, dass der Körper versucht, den Stress irgendwie abzubauen. Ja? Und das ist in dem Fall eben durch Alkohol oder durch viel Essen. Was man hier in dem Fall schon mal machen kann und zumindest versuchen kann, ist, dass man zum einen eine Ernährungsumstellung vornimmt, also sofern die Ernährung eben stark kohlenhydratlastig, sprich glukoselastig ist, hier wirklich auf eine ausgewogene Ernährung umsteigt, dass man gegebenenfalls hier mit Aminosäuren, insbesondere wenn es hier um Tryptophanmangel und Tyrosinmangel geht, das kann man ja alles messen im Labor heutzutage, dann kann man diese Aminosäuren auch supplementieren. Aber auch andere Aminosäuren wie die essentiellen Valin, Isoleucin und Leucin, die auch sehr wichtig sind, gerade im Serotoninhaushalt, dass man da schaut, ob man genügend Aminosäuren in Form von Proteinpulvern oder auch einfach durch gute Proteine wie zum Beispiel Lupinen oder zum Beispiel Erbsenpulver, Hanfpulver, Leinsamenpulver und solche Geschichten, kann man das eigentlich im Grunde in einer Kombination immer, muss man schauen, kann man die Aminosäuren auch gut supplementieren oder eben durch zusätzliche Supplementation. Bei jeder Art von Stress führt immer auch zu einem Verbrauch von Aminosäuren an sich, ja, die man braucht, um eben Dopamin, Serotonin, Noradrenalin und so weiter herzustellen.
Das heißt, wir müssen hier schauen, dass wir da wirklich die Ernährung so ausgewogen wie möglich fassen. Dann haben wir gesagt, neben der echten Zuckersucht gibt es auch das Problem der Schwankung unseres Blutzuckerspiegels, der eben Heißhunger auf Süßes verursachen kann, wenn wir in eine Unterzuckerung kommen. Das heißt, wir haben hier ganz typisch dann diese nervösen Zustände. Wir können uns nicht mehr merken, können uns nicht mehr richtig konzentrieren. Wir haben plötzlich aggressive Neigungen, Gereiztheiten und Stimmungsschwankungen. Wenn sowas zum Beispiel stattfindet regelmäßig und ich kann das kompensieren durch Süßes, dann ist die Wahrscheinlichkeit doch relativ groß, dass man hier auch auf Blutzuckerschwankungen hin arbeiten muss. Das heißt, man muss auch hier eine Ernährungsumstellung auf jeden Fall mit regelmäßigen Essenszeiten einführen, insbesondere dann, wenn man hier schon eine gewisse Art von metabolischen Entgleisungen hat. Wichtig wäre hier auch zu sagen, dass man den Insulinspiegel immer so gut wie möglich langsam ansteigen ließe. Das heißt, hier auch mit komplexen Kohlenhydraten arbeite, aber da gehe ich nachher noch drauf ein. Und dass man hier vor allen Dingen auch schaut, dass man mindestens 5 Stunden nach einer Mahlzeit erst wieder die nächste Mahlzeit zu sich nimmt. Also hier ist sehr, sehr wichtig, wirklich regelmäßig Essenszeiten bedeutet vielleicht maximal 2-mal am Tag zu essen. Wenn man das nicht schafft, 3-mal am Tag, aber mindestens 4 bis 5 Stunden Pause dazwischen. Und ich meine wirklich Pause dazwischen. Das heißt auch kein Kaffee. Mal Kaffee zum Beispiel fördert die Insulinfreisetzung. Ja, auch wenn da jetzt zum Beispiel keine Milch drin wäre. Aber dennoch, das ist auch wieder Anregung des Insulinspiegels. Was ganz wichtig ist, wenn wir hier auch noch falsch essen, also zum Beispiel zu viel Kohlenhydrate und zu viel Fette essen und zu wenig Proteine zu uns nehmen, dann kann der Körper das falsch beurteilen. Er denkt, er hat genügend Protein, hat aber nicht. Das heißt, man weiß heute, dass jeder Mensch auf dieser Welt, egal wo er lebt, mindestens 200 Kilokalorien seiner Tageskalorienzufuhr an Proteinen benötigt. Wenn er das nicht bekommt, dann wird er Hungergefühle entwickeln. Und leider Gottes werden diese Hungergefühle dann meistens mit Kohlenhydraten beantwortet, was aber in dem Fall falsch ist. Das heißt, der Hunger ist immer noch da eigentlich, der Körper ist immer noch nicht gesättigt. Das heißt, hier auch wichtig auf gute Proteinzufuhr und regelmäßige Protein. Zuvor am besten pro Mahlzeit mit Protein, Einheiten gegenwirken. Aber auch zum Beispiel, wenn der Körper zu wenig Zink hat, kann er Hungergefühle entwickeln. Und entsprechend wäre hier auch mal zu schauen, warum gibt es hier ständig Blutzuckerschwankungen? Also ist es wirklich nur aufgrund einer schlechten Ernährung oder liegt es auch daran, dass man ständig isst? Ständig Süßes isst, um den Insulinspiegel hochzupuschen, der dann ganz tief nach unten fällt und dann zu Leistungsverminderung führt oder auch zu Unterzuckerung führen kann. Also das müsste man dann wirklich mal separat nochmal betrachten. Aber das ist einer der Gründe, warum man auch eine Zuckersucht ausbilden kann. Dann haben wir gesagt, ein dritter wichtiger Grund sind seelische Gegebenheiten. Das heißt, man muss eins wissen, Zucker ist immer eine Belohnung für den Gaumen, für unsere Zunge, aber auch für die Leber, fürs Fettgewebe, für Hirn und Darm. Überall dort gibt es Rezeptoren für Zucker. Das heißt, früher war das Kind mit Süßigkeiten stillgestellt, wenn die Eltern keine Zeit hatten, und das hat sich das Kind gemerkt. Und anstelle von Streicheleinheiten, von Zeit der Eltern und Liebe, bekommt das Kind eben oder bekam das Kind Süßigkeiten und das setzt sich bis heute fort. Das heißt, das häufige Belohnen und Beruhigen mit Süßigkeiten oder mit auch kohlenhydratreichen Mahlzeiten kann dann auch zu diesen Blutzuckerschwankungen führen, kann aber auch dazu führen, dass sich der Pilz, Candida albicans ist es meistens, der sowieso immer schon vorliegt im Darm, aber nicht normalerweise in Schach gehalten wird, der kann sich plötzlich verbreiten und kann stark explosionsartig zunehmen. Und entsprechend kann der noch die Zuckersucht verstärken. Also auch hier wieder bei seelischen Gründen auf jeden Fall eine Ernährungsumstellung.
Fettsüßigkeiten in Form von leeren Kohlenhydraten, also Riegeln, lieber auch mal das Kind in den Arm nehmen, beziehungsweise den Erwachsenen auch dazu bringen, dass er für sich selber sorgt, ob er jetzt Meditation macht, ob er was Schönes liest, wie auch immer, versuchen hier den Gründen auf die Spur zu kommen, warum isst man überhaupt? Und warum isst man überhaupt Süßes? Ich habe die Schampilze schon erwähnt, die durchaus einen sehr, sehr starken Zuckersucht sozusagen verursachen können, wenn sich der Darmpilz mal ausgebreitet hat. Es kann natürlich auch sein, dass das mal durch eine Infektion zu einer Dysbiose im Mikrobiom gekommen ist. Das hat viele Gründe, warum man eigentlich eine explosionsartige Ausbreitung von einem Candida hat. Auf jeden Fall muss man das überprüfen, das kann man labortechnisch machen. Man merkt es normalerweise auch dahingehend, dass man nicht nur eine wahnsinnig suchtartige Lust auf Zucker hat, die schier nicht zu bändigen ist. Ich kenne selber Leute, die sowas schon hatten und Jahre brauchten, um davon wegzukommen, sondern die haben eben auch starke Blähungen und starke Bauchschmerzen, die durch die Toxine der Darmpilze sozusagen entstehen oder auch Fusealkohol, die entstehen können. Und auch hier ist es super wichtig, den Darmpilz erstmal zu diagnostizieren und zum Zweiten entweder antimykotisch zusätzlich und oder durch eine intensive Darmreinigung, Darmsanierung, Darmaufbau entgegenzuwirken. Ich habe gesagt, Zucker ist eine Droge. Es gibt wirklich den Zucker-Junkie, der absolut kein Hungergefühl mehr hat. Und hier liegt es einfach schlichtweg daran, dass Gehirn und Darm über die Darm-Hirn-Schranke verbunden sind, Darm-Hirn-Achse verbunden sind. Und Professor Dr. Spitzer, Gehirnforscher, sagt nicht umsonst, in der FAZ stand das mal, Zucker entspricht dem Anfixen mit Rauschgift. Denn was passiert? Der Zucker kann im Gehirn nicht mehr als Botschaft der Hormone gelesen werden. Und irgendwann entsteht nicht nur die sogenannte Insulinresistenz, die ja normalerweise, also Insulin soll normalerweise Zucker in die Zelle bringen, sondern es entsteht auch eine sogenannte Leptinresistenz. Leptin wäre ein wichtiges Hormon, das normalerweise uns sagt, wir sind gesättigt. Das heißt, Leptin wird genauso resistent gegen die Information, es ist genügend Zucker da, wie auch das Insulin, und damit geht mein Sättigungsgefühl verloren und irgendwann habe ich einen ständigen Dauerhunger. Ja? Und das führt natürlich auch dazu, dass unsere Fettzellen sich verstärkt mit Fett befüllen. Die Fettzellen, diese Adipozyten, die produzieren wieder erneut Hormone, die ins Gehirn diese Leptin- und Insulinresistenz verstärken. Ja, und es macht, diese Fettzellen sind nichts anderes als ein eigenes Organ. Die produzieren sehr, sehr viele verschiedene Hormone. Sie bewirken aber auch Entzündungen im gesamten Körper. Und im Endeffekt ist es ein Zyklus viciosus, den man im Grunde unbedingt durchbrechen muss, weil sonst wird man immer dicker, immer fetter vor allen Dingen. Und man hat einfach kein Sättigungsgefühl mehr und man könnte Stauer essen. Das ist natürlich dann super gefährlich. Mal, dass das Cortisol hochgeht und seine eigenen Konsequenzen daraus verursacht, das steht mal nebendran. Aber das, die ganzen zusätzlichen Folgeerkrankungen, die Herz-Kreislauf-Erkrankungen, die stehen natürlich hinten an hier. Gut, wir haben gesagt, dass Zucker, Zucker ist auch eine Säure, ist nochmal ganz wichtig zu wissen. Und das kann eben das Mikrobiom, also die Anzahl aller Mikrobiota unseres Darmes, stark verändern, nämlich dahingehend verändern, dass der optimale pH-Wert im Dünndarm zum Beispiel erhöht wird. Ja? Und das bedeutet, dass die für uns sich positiv auswirkenden Bakterien sich in die Zahnzotten, der Zwischenräume, zurückziehen und sich sozusagen auf bessere Zeiten dort zurückziehen und die für uns sich
negativ auswirkenden Bakterien, die nämlich tatsächlich Dickmacherbakterien, wie die Fumikuten zum Beispiel, die kommen jetzt praktisch hervor und verstoffwechseln den übermäßigen Zucker, der hier vorliegt, und vermehren sich. Und damit kommt es zu Verdauungsstörungen, damit kommt es zu Blähungen, damit kommt es zu Schlafstörungen aufgrund der Blähungen und aufgrund von verschiedenen Toxinen, die hier eben natürlich anfallen. Und im Zusammenhang dessen verändert sich auch, wie ich schon vorhin sagte, die Zusammensetzung nicht nur der Bakterien, sondern auch zum Beispiel der Pilze, die da vor Ort sind, die normalerweise in Schach gehalten werden. Auch die verändern sich, die können explosionsartig eben ansteigen. An dieser Stelle möchte ich sagen, dass auch Süßstoffe durchaus dick machen können, weil sie sich auch auf den Insulinspiegel indirekt auswirken. Das heißt, der Körper, der merkt das, was Süßes im Mund ist, und reagiert sofort. Egal, ob das wirklich Zucker ist oder ob das Sorbitol ist oder Acetophen oder was es sonst noch an Süßungsstoffen gibt, auf keinen Fall auf Süßstoffe ausweichen. Das macht absolut keinen Sinn, funktioniert genau gleich mehr oder weniger wie Glucose. Wenn wir also zu viel Zucker essen, denkt nochmal an die Darm-Hirn-Schranke oder Darm-Hirn-Achse, muss man eher sagen. Darm-Hirn-Achse. So schadet zu viel Zucker, aber auch zu viel Fett. Und am schlimmsten noch die Kombination an zu fettreichen und zu zuckerlastigen Nahrungsmitteln, tatsächlich unser Erinnerungsvermögen, aber auch den eigenen Willen und die Fähigkeit, planen zu können oder auch argumentieren zu können, streiten zu können, diskutieren zu können, Probleme zu lösen. All dieses hat Frau Professor Magnussen an Oregon State University festgestellt, wirkt Zucker. Zucker wirkt tatsächlich sich dahingehend aus, dass wir im Grunde durch die entstehenden Signalstoffe der schlechten Bakterien, die ja ans Gehirn sozusagen weitergegeben werden, dass sich hier auch Gehirnleistung verringert. Das kann bis zu Alzheimer führen. Also das weiß man heute, dass auch Alzheimer tatsächlich durch zu fettreiche und zu zuckerhaltige Nahrung verursacht werden kann. Aber es das heißt im Umkehrschluss auch, dass durch die Nahrungsumstellung ich da wirklich gegen vorgehen kann. Also, Zucker schadet dem Gehirn. Es kann sogar Depressionen verursachen, insbesondere diese atypischen Depressionen. Nochmal an die Evolution zurückgedacht. Also, wenn man sich überlegt, dass wenn der Winter kommt und wir nichts großartig zu futtern finden, also finden wir damals mal das so, dann macht es natürlich Sinn, wenn man sich so wenig wie möglich bewegt, also so wenig wie möglich Energie verbraucht. Das heißt, das, was man an Energiereserve im Frühjahr und im Sommer sich angefuttert hat, nicht sofort wieder für die Wärmeentstehung zu verbrauchen, sondern sich wirklich zu schonen, so wenig wie möglich zu bewegen, macht es durchaus Sinn, dass der Körper hier also praktisch in eine Art depressive Stimmungslage zurückversetzt wird. Das war früher auch ein Überlebensvorteil. Ja, es geht auch damit einher, dass zum Beispiel dieser Brain-Derived Neurotrophic Factor, das ist ein Gehirnbooster, der uns eigentlich fit und wach macht, hier wird herabgesetzt, explizit, damit eben der Körper sich mehr, sagen wir mal, in den Winterschlafmodus setzt. Und damit stumpft aber auch das Hirnbelohnungssystem ab. Natürlich hat das noch andere Folgen, nur eins zum Beispiel hier, dass auch das Entzündungssystem angeregt wird. Das hat eine negative Folge eben insgesamt auf den ganzen Körper. Und ich finde, es ist wichtig zu wissen, dass eben der Darm und das Hirn immer zusammen kommunizieren. Und das heißt, dass die Darmbakterien mit ihren Signalstoffen, die sie abgeben, auch für unsere Stimmung, aber auch für unsere mentale Gesundheit wichtig sind. Und man hat hier in einer Studie an 10.000 Männern im Alter von 35 bis 55 Jahren festgestellt, dass diese Männer, die eben sehr oft Süßes aßen, ein um 25% höheres Risiko für eine Depression ausbildeten, was ich sehr beachtlich finde. Wenn wir also zusammenfassen, was macht ein zu viel an Zucker, so können wir zunächst einmal sagen, also man macht es high, dann senkt es aber den Energielevel, weil Sie wissen, wenn der Insulinspiegel sehr stark ansteigt, dann fällt er noch tiefer als auf den Normalwert runter und damit werde ich eher müde als fit.
Also der vermeintliche Traubenzucker bei einer Prüfung ist eigentlich eher kontraproduktiv. Hat man früher in der Schule ja gern gegeben und macht man, glaube ich, heute immer noch, aber ist eigentlich ein No-Go. Erhöht dadurch eben auch Hunger aus, wenn man diesen Traubenzucker nimmt, weil der Körper auf einmal zu viel Insulin ausschüttet und danach kommt der Zuckerast. Dann, ganz wichtig, darum geht es heute, Zucker macht süchtig. Zucker kann Depressionen auslösen oder zumindest depressive Verstimmung. Er unterdrückt aber auch das Sättigungsgefühl. Ich habe Ihnen das gezeigt mit der Leptinresistenz. Hier ist aber auch ganz wichtig zu erklären, dass zum Beispiel Fructose, ganz besonders, da komme ich nachher noch kurz drauf zu sprechen, auch das Sättigungsgefühl unterdrückt. Es kann bei Kindern dieses Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom verursachen. Insbesondere hier, wenn Kinder sehr viel Süßes zu sich nehmen. Es schwächt insgesamt das Immunsystem, weil wir auch Entzündungsreaktionen im Körper lostreten. Es begünstigt die Bildung von Fettreserven. Ich hätte gesagt, die Adipozyten befüllen sich mal mehr mit Fett. Insbesondere, wenn sie viel Fructose essen, denn Fructose wird in der Leber verstoffwechselt. Und wenn die Leber zu viel Zucker bekommt, also zu viel, nicht, also nicht Haushaltszucker, sondern zu viel Fructose, muss man sagen, also Fruchtzucker, dann, na, dann macht die Leber eigentlich nichts anderes, als die Fructose als Fett in den Fettzellen abzuspeichern. Also das heißt, die Leber verfettet. Und zwar nicht aufgrund von Alkohol, sondern aufgrund von zu viel Fruchtzucker. Wenn Sie also zu viel Früchte essen, mehr als zwei Früchte am Tag, die noch dazu zuckerhaltig sind, dann fördert es eigentlich eine nicht alkoholische Fettleber, muss man tatsächlich sagen, ist heute wissenschaftlich bekannt. Zucker, haben wir gesagt, ist eine Säure, verändert den pH, damit auch das Mikrobiom, die Mikrobiomzusammensetzung. Das bedeutet, eine gesunde Verdauung ist nicht mehr möglich, weil Verdauung tun unsere guten Darmbakterien. Das heißt, die Dickmacherbakterien, die vermehren sich und dadurch kommen wir eigentlich auch immer mehr schlechte Dickmacherbakterien und irgendwann werden wir einfach fettleibig. Aber auch das typische Sodbrennen nach zum Beispiel zu viel Süßen hat mit der Übersäuerung des Magen-Darm-Traktes, weil Zucker ja eine Säure ist, zu tun. Dann haben wir gesagt, Zucker, weil es eine Säure ist, produziert auch freie Radikale. Es kommt also zu oxidativem Stress und fördert somit auch die Entzündungen. Und unter anderem eben auch Entzündungserscheinungen, ob das jetzt Arthritis oder auch später irgendwann andere chronische Entzündungen anbelangt. All das hat hier seinen Ursprung. Wir wissen heute, dass Zucker die B-Vitamine indirekt raubt. Und da muss man eben darauf achten, dass man durch eine ausreichende Ernährung und Supplementierung da wirklich auch gegensteuert und das vielleicht vorher auch mal misst. Dann wissen wir, dass allein schon ein Teelöffel den Blutzucker so stark erhöht, dass man es das messen kann. Und je mehr man davon isst, desto höher kann irgendwann auch das Risiko für metabolisches Syndrom oder für Hypertonie, Typ-2-Diabetes bis zu Krebsrisikoerhöhung führen. Dann ganz klar Karies. Und wir haben gesagt, Gedächtnisschwund, Kognitionsleistung, Erinnerungsvermögen bis zu Alzheimer, bis zur Depression. Jetzt gehen wir mal dahin, was uns täglich so in unserem Lebensmittelladen begegnet. Wir haben ja Zucker nicht nur als Zucker deklariert, sondern wir haben Zucker in so vielen verschiedenen Bezeichnungen deklariert, dass ich hier nur einige wenige mal aufzeigen mag, die wir so täglich hinten auf dem Beipackzettel finden oder auf der Milchflasche oder sonst wo das drauf steht. Zucker kann bezeichnet werden als Maiszucker, Mais-Sirup, High Fructose Corn Syrup, also fruktosereicher Mais-Sirup. Das ist das Schlimmste überhaupt, neben dem Invertzucker, weil wir hier sehr viel Fructose haben. Ich habe Ihnen vorhin schon gesagt, was Fructose macht. Ich gehe aber gleich nochmal darauf ein. Aber auch Sucrose, Sucralose, Galaktose, Candiszucker, was Sie ja hier sehen. Selbst Honig ist Fructose. Galaktose, Glukose, Melasse, Invertzucker, der jetzt leider Gottes sehr, sehr stark und fast überall zu finden ist.
der sich sehr negativ auf unsere Gesundheit auswirkt und leider Gottes erlaubt ist, in Lebensmitteln beigefügt zu werden. Hier nochmal ein kleiner Punkt zu dem Thema Mais-Sirup. Mais-Sirup enthält sehr viel Fructose und die macht besonders süchtig. Ich hatte vorhin gesagt, das sättigende Gefühl wird nämlich nicht eingeleitet durch Essen von Fruchtzucker, sondern wir essen eigentlich immer noch mehr. Vielleicht kennt ihr das Problem, wenn Sie Trauben essen, die ja sehr viel Fruchtzucker enthalten, da können Sie fast nicht aufhören, wenn Sie dann so Schachtel oder so Kilo essen, bis dann irgendwann mal der Bauch anfängt zu rumpeln und zu blähen und dann sagen Sie selber, okay, jetzt habe ich genug Trauben gegessen, aber eigentlich ist es tatsächlich, weil Sie immer, immer mehr essen können davon. Sie kriegen kein Sättigungsgefühl aufgrund von Fructose. Daher die Frage, Fruchtzucker oder Fructose, ist es noch schlimmer als Glucose? Ja, tatsächlich ist es so. Ich zeige Ihnen gleich eine neueste Studie. Aber auch hier wollte ich Ihnen nochmal zeigen, was Sie hinten auf den Verpackungen lesen können, wohinter sich Fructose verbergen kann. Das kann so kryptisch heißen, Glucose, Fructose-Sirup oder künstliche Fructose oder Oligofructose oder eben wieder dieses High Fructose Corn Syrup, Weizen oder Maisstärke. An dieser Stelle zeige ich Ihnen mal ganz kurz, was so ein Smoothie aus dem Supermarkt, der gerade mal ein Viertel Liter der Volumen ausmacht, beinhaltet. Das sind 3 Esslöffel, fast 3 Esslöffel, also 30 Gramm Fructose. Nochmal das Thema nicht-alkoholische Fettleber. Hier sehr stark darauf achten, dass man eben auch nicht so viel Fructose in Form von solchen Dingen, die beigefügt sind, zu sich nimmt, aber auch nicht so viel Früchte. Ich hatte gesagt, Fructose ist durchaus noch schlimmer als Glucose. Ich zeige Ihnen hier eine in Nutrients publizierte Studie von letztem Jahr, die ultraprozessiertes, also sehr stark verändertes Nahrungsmittel untersucht hat. Und hier wollte ich Ihnen nur mal sagen, Fructose scheint eben das Belohnungssystem noch stärker anzukurbeln. Und es ist noch toxischer als Glucose. Und ich finde, das ist sehr wichtig zu wissen, denn chronische Fructoseverabreichung, also in Form von Invertzucker oder in Form von Maissirup oder auch täglich 3, 4 Äpfel plus Birnen plus Bananen, verursacht erstmal eine Hyperinsulinämie, also zu viel Insulin wird erstmal abgegeben, zu viele Triglyceride werden gebildet. Irgendwann wird das Leptin, das Sättigungsgefühl, nicht mehr auftreten. Das heißt, man isst immer mehr. Und weil Leptin kann nicht mehr durch die Bluthirnschranke gehen. Ja? Also das heißt, Leptin ist ja ein wichtiges Hormon, was unseren Hunger, Sättigungsgefühl im Grunde aufrechterhält, das wird im Endeffekt ausgelöscht. Ja, das funktioniert nicht mehr. Wir haben ja vorhin gesagt, neben der Insulinresistenz entsteht auch die Leptinresistenz und auch unser Hungerhormon, was im Magen normalerweise produziert wird, wird durch Fructose nicht mehr supprimiert, also nicht mehr unterdrückt. Das heißt, sie haben ständig Hunger. Also kann man durchaus sagen, Fructose ist noch schlimmer, is more toxic than Glucose. Ja. Und es ist sogar noch ein erhöhter Risikofaktor bei Fructose gegeben, was das Binge-Eating, also diese Fresssuchtanfälle anbelangt, ähnlich wie Sucrose, auch ein Zucker, als jetzt mit Glucose. Das heißt, Fructose ist noch schlimmer als Glucose. Jetzt, wie kann man versuchen, diese Zuckersucht Herr zu werden?
Also muss man schauen, was ist überhaupt gesund und was ist überhaupt ungesund. Also das wäre nochmal ein Thema, ein neues Webinar für sich. Aber man kann ja sich vorstellen, dass wenn man viel freie Zucker in Form von Kohlenhydraten, einfachen Kohlenhydraten, also Weißmehlprodukte, Kartoffeln, Reis oder auch diese ganzen Donuts, Süßwaren und so weiter, wenn man die einfach mal ganz rausnimmt. Grundsätzlich kann man sagen, alles, was produziert wird in einer Fabrik, in irgendeiner Form modifiziert wird, ist schon mal ungesund. Erstmal kann man das wirklich sagen, versuchen Sie so natürlich, so roh und so frisch wie möglich zu essen. Versuchen Sie, dass Sie die Hauptmahlzeiten so gestalten, dass Sie den Appetit nach Zucker nicht verstärken. Also das heißt, nicht sehr stark würzen, weil man weiß zum Beispiel, wenn etwas stark gewürzt ist, regt es eben auch die Lust nach was Süßem im Anschluss an. Und das wollen wir nicht. Aber auch alle glutamathaltigen Mahlzeiten. Glutamat ist ja nichts anderes als das Salz der Glutaminsäure, ist eigentlich auch ein Neurotransmitter, der ja sehr gerne in den chinesischen, asiatischen Gerichten zu finden ist, aber auch in sehr, sehr vielen Fertiggerichten finden Sie überall Glutamat oder auch Geschmacksverstärker genannt. Oder auch Streuwürze genannt und noch so viel mehr. Hier nur der Hinweis, man kann das alles im Internet finden, wo überall Glutamat drin ist. Es macht auch Sinn, da mal zu schauen, wenn man oftmals auf Fertignahrung zurückgreift. Aber sollte man in dem Fall sowieso nicht tun. Wir müssen also schauen, dass wir die Blutzuckerschwankungen verhindern. Das heißt, dass wir auch zu jeder Mahlzeit genügend Protein zu uns nehmen. Dass wir komplexe Kohlenhydrate zu uns nehmen. Also zum Beispiel Gemüse, die ballaststoffhaltig sind, damit die Kohlenhydrate, sprich die Glucose, nicht sofort ins Blut geschossen kommt, sondern ganz langsam abgegeben wird, sodass der Insulinspiegel erst langsam ansteigt und auch wieder langsam also abfällt. In diesem Zusammenhang müssen wir auch schauen, dass wir alle nötigen Mineralstoffe, Mikronährstoffe, Vitamine, Spurenelemente, wie zum Beispiel Chrom, ich habe die B-Vitamine angesprochen, im richtigen Verhältnis vorliegen, gegebenenfalls hier auch mal wirklich überprüfen, über eine Mikronährstoffanalyse, braucht der Körper was, fehlt ihm was, fehlen vielleicht wirklich Chrom, Molybdän, Mangan, diese Spurenelemente, die auch wichtig sind für einen guten, gesunden Insulinhaushalt, fehlen die B-Vitamine, aber auch Antioxidantien, ja, weil wir gesagt haben, Zucker ist eine Säure, die freie Radikale produziert. Also das heißt, freie Radikale müssen wiederum durch Antioxidantien abgefangen werden. Ganz wichtig ist, dass wir auch schauen, welche Nahrungsmittel wir zu uns nehmen. Denn alles, was industriell, wie ich anfangs schon sagte, hergestellt wird, hat auch nicht nur einen hohen Zuckergehalt, sondern auch einen hohen Fett- und einen hohen Salzgehalt. Und das alles verursacht umso stärker eine Abhängigkeit von solchen Nahrungsmitteln. Plus, wie ich schon sagte, eben hier sind auch viel Glutamate oder Geschmacksverstärker mit drin normalerweise. Jetzt möchte ich Ihnen ein paar Tipps mal an die Hand geben, wie Sie tatsächlich der Zuckersucht Herr werden können, zumindest mal versuchen. Ganz besonders, dass Sie darauf achten, dass Sie eigentlich nur noch Wasser zu sich nehmen oder ungesüßten Tee. Denn eigentlich alle Fruchtsäfte und sonstige Soda-Getränke, die man zu sich nimmt, sogenannte Softdrinks, enthalten unfassbar viel Zucker. Das haben Sie ja vorhin ganz zu Beginn der ersten zwei Slides gesehen, wie viel da zum Teil drin sein kann. Bis zu 10 Würfel Zucker nur in einer kleinen 0,3 Liter Colaflasche. Also diese ganzen zuckerhaltigen Getränke ab sofort streichen, ersetzen durch zuckerfreie Säfte oder selbstgemachte Limonaden, zum Beispiel aus Zitronensaft und ein bisschen Minze rein. Meinetwegen ein bisschen Honig. Und hier möchte ich mal noch sagen, es gibt eine wunderbare Wurzel namens Jacon. Das lohnt sich da mal zu informieren, was das eigentlich ist. Hat einen hohen Süßungswert, eine sehr schöne Süße, sehr weiche Süße und geht nicht auf den Insulinspiegel, also nicht, erhöht nicht stark den Blutzucker eigentlich gar nicht und lohnt sich da mal, sich umzusehen.
Dennoch, es geht darum, Zucker an sich als Geschmack zu eliminieren aus der Nahrung. Gut. Was wichtig ist, dass wir sehr viel trinken, dass wir regelmäßig trinken, aber es ist alle 10 bis 15 Minuten so zwei, drei Schluck, damit wir auch hier schon mal das Art Hungergefühl nehmen und damit schon mal gar nicht in die Bredouille kommen, was zu essen. Sei denn, wir müssen wirklich mal essen, wenn wir nicht 4 Stunden noch nicht gegessen haben. Auch das auf jeden Fall reduziert schon mal den Appetit und damit eben auch den Appetit auf Süßes. Der zweite Tipp habe ich schon besprochen. Nehmen Sie viel Komplexe anstelle von isolierten Kohlenhydraten zu sich. Aber viel heißt jetzt nicht wirklich viel, sondern ich sage jetzt mal 2 Kartoffeln am Tag, die am besten gekocht, abgekühlt und erst dann gegessen werden. Weil auch Kohlenhydrate, die abgekühlt werden, also das gilt auch für Reis, das gilt auch für Nudeln. Das gilt auch für Kichererbsen oder sonstige Hülsenfrüchte. Wenn Sie die mal gekocht haben, dann abkühlen, dann entsteht eine andere Art von Stärke, die der Körper eigentlich, nennt man auch resistente Stärke, die sehr gut ist für unser gesundes Mikrobiom, aber die unter anderem auch die glykämische Last, also wie hoch praktisch dieses Nahrungsmittel den Blutzucker steigen lässt, die wird praktisch genommen, ja. Das heißt, wenn wir etwas erhitzen, abkühlen lassen, entsteht resistente Stärke und das verdauen wir weniger stark und es fördert unsere guten Darmbakterien. Ja? Und dann achten Sie darauf, dass wir sehr viel basenüberschüssige Ernährung zu uns nehmen. Also klar, Gemüse, gutes, dunkles, buntes, frisches, rohes am besten Gemüse. Weil hier haben wir auch die Antioxidantien drin. Und hier haben wir die ganzen Polyphenole, wiederum auch Antioxidantien mit drin. Und der Körper muss im Grunde auch erstmal knabbern. Das heißt, er muss erstmal kauen. Und wenn Sie 20 Minuten lang sozusagen gut gekaut und gegessen haben, dann haben Sie eigentlich schon normalerweise ein Sättigungsgefühl und hören auf zu essen. Ich habe das hier gar nicht erwähnt, aber natürlich gehört auch dieses Schlingen, ja, dieses sich wenig Zeit nehmen oder sich ablenken und so weiter, gehört natürlich auch dazu, dass man das an die Lupe nimmt, dass man sich Ruhe nimmt zum Essen und dass man einfach auch ja, sich nicht ablenken lässt. Dann auf jeden Fall, was ich vorhin schon gesagt habe, schauen Sie sich an, was hinten dran draufsteht. Nichts kaufen, das Zucker oder diese ganzen 60 verschiedenen Beschreibungen, die ich vorhin zeigte, drin draufsteht, also auf keinen Fall Fruchtzucker, auf keinen Fall Glukosesirup. Also gerade jetzt die Sommerzeit hat ja viel Eis auch bedeutet, ja, da ist sehr gerne mal Glukosesirup drin oder auch in Werkzucker. All das ist industriell verarbeitet, sollten Sie wirklich meiden. Mache ich mal, glaube ich, das Licht an. So. Und Sie können sich tatsächlich auch helfen. Da gibt es so ein ganz schönes, sogar österreichisches Online-Tool, wo Sie im Grunde überall, was Sie auch immer kaufen, also ich habe jetzt mal nur den Bereich Säfte angeschaut, da können Sie einfach eingeben, was Sie sich gekauft haben. Oder es gibt auch einen QR-C-Code, dann können Sie sich abfotografieren, dann können Sie schauen, was Sie jetzt in der Hand haben, wie viel Zucker hat das Ganze eigentlich. Wie viel Salz ist da drin? Wie viel Fett ist da drin? Insgesamt, wie viel Kilokalorien an Energie habe ich hier drin? Und da sehen Sie hier schon mal, ein Apfelsaft hat ganz schön viel und ein Traubensaft noch mehr an Zucker. Ja. Da können Sie natürlich vorne auch eingeben, das Geschlecht, das Alter, Ihr Gewicht und so weiter. Ich habe das hier einfach nur mal Ihnen veranschaulichen wollen. Da können Sie lebensmittellupe.at finde ich sehr schön gemacht, schauen, wie hoch der Zuckergehalt ist. Ist natürlich auch wichtig zu wissen, wie groß sie sind, ne? Und natürlich, wie viele tägliche Aktivitäten sie haben. Das ist immer auf eine normale Aktivität ausgelegt. Das kann man dort aber auch in diesem Tool eingeben. Also wenn Sie Sportler sind, müssen Sie natürlich entsprechend anders schauen, als wenn Sie jetzt in einem Computer sitzen den ganzen Tag. Das ist natürlich ein Unterschied. Ein vierter Tipp ist, dass Sie sich praktisch nur noch basisch ernähren, auch was jetzt Süßigkeiten anbelangt. Also Süßigkeiten gibt es in der Form ja nicht mehr, sondern man muss wirklich sagen, wir schauen, was
schmeckt von Natur aus süß. Und wenn Sie zum Beispiel mal Cashewkerne langsam gegessen haben, dann merken Sie, wie süß die sind. Oder auch Erdmandeln. Oder wenn Sie zum Beispiel Kürbiskerne oder Leinsamen mal ganz schön langsam einspeichen, lange kauen. Es wird alles irgendwann süß und schmeckt süß. Das heißt, Sie können sich mit Samen, mit Sprossen, mit Keimlingen, zum Beispiel Braunmistkeimlingen und so weiter, die schmecken alle auch süßlich. Oder aber auch mit gutem Protein, zum Beispiel ich liebe das Hanfprotein, das Lupinprotein sehr, schmeckt auch süßlich. Können Sie sich im Grunde hier kleine Kugelchen draus basteln. Da gibt es genügend im Internet, was man sich anschauen kann. Sie können sich Dattelsirup selber machen, wobei Datteln natürlich sehr süß sind, da bitte nicht sehr wenig von verwenden. Sie können aber auch ab und zu mal ein bisschen Ahornsirup, der auch Antioxidantien beinhaltet, oder ein ganz klein bisschen von Honig, das hat ja auch viele verschiedene gute Substanzen mit drin. Und auch Sie können als Xylit, also diesen Birkenpulver, Birkenzucker verwenden, einfach um mal den Mund damit auszuspülen, weil dieses süßliche Empfinden merkt sich der Körper. Und dann spucken Sie es aber wieder aus und Sie haben eigentlich danach keine Lust mehr auf was Süßes. Das ist ganz spannend. Dann nehmen Sie lieber ganze Früchte statt Säfte. Sie können sich natürlich auch frische Säfte pressen, aber die würde ich immer 2:1, also 2 Volumenanteile Wasser mit einem Volumenanteil Saft verdünnen. Aber grundsätzlich kauen Sie ganze Früchte und nehmen Sie Früchte, die sehr wenig Zucker beinhalten, wie zum Beispiel Grapefruit, damit Sie sich auch hier nicht mit zu viel Fructose versorgen. Das haben wir gelernt, das wäre nicht so gut. Wenn Sie eine Zuckerlust bekommen sollten, dann empfehle ich tatsächlich, irgendwas zu knabbern, was bitter schmeckt, zum Beispiel Fenchel, zum Beispiel Rucola oder zum Beispiel Brunnenkresse oder Kapuzinerkresse, oder Sie haben Bittertropfen. Ja, wir haben hier ja auch bei Evolution sehr viele schöne, alchemistisch hergestellte Kräuter. Ich zeige Ihnen nachher mal noch die Brennnessel, die zusätzlich auch noch zur Nieren Unterstützung hilft, die wir gerade neu reinbekommen haben. Bittertropfen auf dem Mund, ein paar Tröpfchen wirken in vielen, vielen Bereichen des Körpers. Sogar das Herz hat Rezeptoren für Bittergeschmack, sehr spannend, man erst ausgefunden. Und das hilft, um aufkommender Zuckerlust entgegenzuwirken. Aber auch zum Beispiel mal einer Vanilleschote, die Sie ein bisschen reiben, atmen, einatmen, dran schnuppern. Die riecht ja auch süßlich und das hilft eigentlich schon, dem Körper zu signalisieren, ach, da habe ich jetzt gerade was Süßes gegessen, was ich aber nicht tatsächlich habe. Ja? Dann, ganz interessant, wenn Sie hundertprozentigen Kakao nehmen, der ja sehr, sehr bitter schmeckt, haben Sie erstmal sehr viel Polyphenole mit drin, wir haben Tryptophan, also die gute Aminosäure für Dopaminherstellung, wie Sie vorhin gesehen hatten, mit drin. Aber auch dieser bittere Geschmack des hundertprozentig haltigen Kakaos, da brauchen Sie nur ein kleines Stückchen von zu essen und Sie haben schon keine Lust mehr auf Süßes. Also ich mache das tatsächlich, wenn ich mal Lust auf Zucker habe, dann esse ich eine sehr schwarze Schokolade und dann lasse ich die auch wirklich liegen, weil es schmeckt dann irgendwann, reicht es. Schmeckt dann nicht mehr nach Schokolade, ich habe genug. Grüner Tee nimmt Lust auf Essen, also sättigt. Aber auch Mate-Tee zum Beispiel sättigt. Ich zum Beispiel nehme gerne Minzblätter, frische Minzblätter. Ja, wenn ich Bock auf Süßes habe, dann nehme ich die und erstes Mal rieche ich dran, zerreibe es, rieche dran, mache sie zerrieben in mein Wasser. Das sehen Sie hier, jede Menge von dem hier drin. Und esse es aber auch. De facto ist es nämlich wirklich so, dass Minze auch süßlich schmeckt. Und der Körper hat dann nicht mehr so viel Lust auf noch zusätzlich Süßes zu essen. Ich hatte schon erwähnt, Mixolit den Mund auszuspülen, das dann auszuspucken, damit dieses süßliche Geschmacksempfinden da ist. Und was auch sehr hilfreich ist, wenn wir zum Thema seelische Gründe nochmal gehen, warum ich was Süßes essen möchte,
zu schauen, ob ich vielleicht eine Alternative für meinen Zuckerriegel finde. Ob ich zum Beispiel, wenn ich jetzt merke, oh, ich habe so Lust auf ein Stück Schokolade, was also schon eine richtig helle Schokolade, eine süße oder auf einen Kuchen, dass ich stattdessen vielleicht lieber mal durch den Wald laufen gehe oder dass ich mich durch Meditationsmusik entspanne oder sie einfach anfangen zu singen. Weil all das weiß man, wirkt sich auf unser Belohnungssystem aus. Und damit brauchen wir nichts mehr Süßes zu essen. Ich hatte schon gesagt, die Bitterstoffe, die wollte ich hier nochmal kurz aufführen. Wir haben bis zu 25 verschiedene Rezeptortypen für den Geschmack bitter. Und wir sind erst daran, in der Wissenschaft wird erst erforscht, wofür Bitterstoffe tatsächlich da sind. Und ich hatte ja schon gesagt, selbst das Herz hat Rezeptoren für Bitterstoffe. Denn sie regulieren unser Hunger- und Sättigungsgefühl dahingehend, dass wir uns eher gesättigt fühlen und keinen Hunger mehr haben. Sie regen aber auch die Verdauungssekretion an, also zum Beispiel die Gallensäure, um Fette zu verdauen. Sie regulieren unseren Glukosestoffwechsel, also wirken sich positiv auf den Blutzuckerspiegel aus. Bitterstoffe hemmen aber auch die glatte Darmmuskulatur und damit habe ich ein längeres Sättigungsgefühl, weil ja praktisch die Muskulatur nicht zu schnell den Nahrungsbrei vorwärts bringt, sondern der bleibt ein bisschen länger und entsprechend bleibe ich länger gesättigt. Wird aber auch auf das Hungerhormon Ghrelin oder auf das Sättigungshormon Polycystokinin. Die Bitterstoffe interagieren auf jeden Fall mit unseren Darmbakterien und damit auch mit unserem Essverhalten. Sie erinnern sich, Darm-Hirn-Konnektion. Der Darm sagt dem Gehirn, was Sache ist. Erhöhte Glukosetoleranz, Insulinsensitivität wird verstärkt. Das heißt, ich brauche nicht so viel Insulin ausschütten. Ich habe viel weniger Entzündungsmediatoren im Körper. All das ist zurückzuführen auf eine gute, ausgewählte Bitterstoffzufuhr. Und sie können eben den Heißhunger auf Süßes dämpfen. Das heißt, insgesamt wird die Nahrung gründlicher und eigentlich auch besser verwertet, weil sie auch die Verdauung anregen. Und ich finde es sehr wichtig, weil heute gibt es fast keine Bitterstoffe mehr zu finden. Selbst wenn Sie auf den Markt gehen, dann müssen Sie wirklich den Bauern fragen, haben Sie noch alte Salate, haben Sie noch wirklich einen echten alten Rucola oder Sie haben Ihren eigenen Garten, haben Ihre eigenen Samen von wer weiß wo, damit Sie noch Bitterstoffe beinhalten. Sie können aber auch einfach in den Wald gehen und sich Brennnessel holen oder Giersch pflücken oder Sauerampfer oder was es auch immer gibt, auf jeden Fall so frisch wie möglich und täglich am besten als Paste sich machen, Kräuter selber machen, in ein Glas packen, mit bisschen Salz konservieren und täglich davon in ihre Mahlzeiten mit reinstreuen. Das hilft schon mal sehr. Dann habe ich gesagt, eine Supplementierung, auf jeden Fall sinnvoll, wenn man schon lange nicht untersucht hat. Wenn man schon übergewichtig oder sogar adipös ist, dass wir hier schauen, dass wir antientzündliche Nahrungsergänzungsmittel haben, schmerzlindernde, weil eine Entzündung geht auch immer mit Schmerzen einher, dass wir blutzuckersenkende Supplementierung haben, Mikrobiomfördernde Supplementierung und natürlich alles, was den Stoffwechsel, Leber, Darm, Pankreas und Niere unterstützt. Und da wollte ich Ihnen mal kurz ein paar Beispiele einfach nennen zum Thema antientzündliche Nahrungsergänzungsmittel. Da haben wir auf jeden Fall die Enzyme. Und das ist ja ein sehr, sehr schöner Enzymkomplex mit sehr bioverfügbaren Enzymen aus einmal der Papaya, dem Papain und dem Ananasgewächs, dem Bromelain. Die können, wenn Sie das zwischen den Mahlzeiten einnehmen, tatsächlich entzündungsfördernde Eiweiße abbauen. Ja, das sind ja Enzyme, die machen Eiweiße, die zu Schmerzen indirekt führen, machen die kaputt. Wenn Sie aber jetzt dieses Enzymkomplex zu einem Nahrungsmittel dazu nehmen, dann wirken Sie als Enzym und unterstützen Ihre Verdauung. Also Sie können selber wählen. Und ähnlich ist unser Enzymkomplex hier mit dem schmerzlindernden Methylsulfonylmethionin, MSM,
Sie das hier auch zusätzlich nehmen, wenn Sie zum Beispiel schon Schmerzen in Gelenken haben oder in den, ja, in den Fingergelenken, in den Kniegelenken. Das unterstützt es. Dann haben wir außerdem entzündungshemmende Kurkuma-Kapseln. Da können Sie sich gerne nochmal die anderen Webinare anschauen, wo ich mehr auch auf entzündungshemmende Kurkuma-Indikation eingehe. Auf jeden Fall ist das auch sinnvoll. Natürlich Omega-3 wissen wir, Omega-3 in Form von Algen- oder Fischkapseln oder Öl wirkt auf jeden Fall entzündungshemmend und sollte täglich eingenommen werden. Dann haben wir gesagt, blutdrucksenkende Mittel und das Mikrobiom unterstützende Mittel. Blutdrucksenkende Mittel haben wir hier einen guten Komplex aus Bittermelone und verschiedenen anderen Vitalstoffen, Zimtextrakt, wo wir wissen, dass es auf jeden Fall hier auch Insulinresistenz entgegensteuern kann, dass es die Glucoseverstoffwechselung verbessert. Aber hier bitte auch aufpassen, schauen Sie sich auch die den Beipackzettel an, weil man muss zum Beispiel, wenn man schwanger ist, sollte man hier ein bisschen vorsichtig sein, weil Bittermelone, Nopal bei Schwangeren noch nicht untersucht worden ist. Da sollte man eher ein bisschen aufpassen. Aber ansonsten sollten Sie sowieso mit Therapeuten das besprechen, bevor Sie was einnehmen. An dieser Stelle sei das mal nochmal klar gesagt. Was Sie aber auf jeden Fall immer machen können und das auch als Kur machen können, da können Sie sich gerne auch nochmal die Webinare zum Thema Mikrobiom, Darmreinigung anschauen. Jede paar Monate ruhig mal eine Darmregeneration machen, weil wir es fast nicht mehr schaffen, unseren Darm so gesund zu ernähren, macht es wirklich Sinn, regelmäßig mal eine Kur zu machen mit den Präbiotika, was Sie hier haben, Präprobiotika in dieser Kombination. Oder in dieser Kombination, also als Pulver oder als Kapsel. Und das immer auch mal, wenn die Darmbarriere nicht mehr so richtig funktioniert, was man dann labortechnisch überprüfen kann, auch mal mit Aminosäure, L-Glutamin, um hier die Darmbarriere wieder aufzubauen. Dann habe ich gesagt, wir brauchen auch etwas, um den Stoffwechsel anzuregen, also Leber, Galle, Bauchspeicheldrüse und die Nieren. Das machen sowohl hier die Kallenal-Tinktur, die ja Komplex 5, wo wir hier 13 verschiedene Inhaltsstoffe aus verschiedenen Obst, Gemüse und Kräutern haben und die Niere unterstützend durch unseren Brennnesselextrakt, der neu dazugekommen ist. Hier habe ich mal kurz eine Zusammenfassung gemacht dessen, wo wir überall solche Inhaltsstoffe finden. Ob das jetzt im Ananas ist, das Bromelain, ob das im Ingwer ist, ja, oder ob das in den Nachtschattengewächsen Paprika, Tomate oder auch den Kohlsorten. Überall haben Sie bestimmte Inhaltsstoffe, die sehr wichtig sind, um eine ausgewogene Ernährung zu ermöglichen. Hier haben wir die wichtigen Öle, die vor allen Dingen viel EPA und DHA beinhalten. Das sind eben hauptsächlich die Algenöle und die Fischöle. Während Sie die Alpha-Linolensäure hier hauptsächlich im Leinöl, Hanföl oder Leinsamenöl haben. Wobei man sagen muss, also Sie brauchen wirklich alle Fettsäuren und Sie brauchen von EPA und DHA auf jeden Fall sehr, sehr viel mehr als jetzt das ALA. Also insgesamt 2 Gramm EPA, DHA pro Tag sollten Sie auf jeden Fall zu sich nehmen, wenn Sie schon Entzündungserscheinungen wie Arthritis, rheumatoide Arthritis und sowas haben, auf jeden Fall bis zu 4 Gramm oder mehr. Dann auch der schwarze Pfeffer ist ganz wichtig, weil der tatsächlich auch zum Beispiel Kurkuma oder Kurkumin-Aufnahme im Körper unterstützt. Und das haben wir auch in unseren Kurkuminkapseln mit drin. Und natürlich dann so viel buntes und dunkles Gemüse und wenig Obst, vor allen Dingen leeren Obst zu sich nehmen. Aber auch, Sie können gerne Grüntee zu sich nehmen. Der ist sehr polyphenolhaltig, insbesondere wenn Sie den lange ziehen lassen. Fazit: Es ist also völlig wurscht, ob ich jetzt viel Honig esse oder viel Früchte esse oder viel Softdrinks zu mir nehme. Ich habe immer zu viel Kohlenhydrate bzw. zu viel Zucker. Honig hat viel Zucker, Früchte haben viel Zucker, egal welche. Da kann man natürlich unterscheiden. Aber ich kenne zum Beispiel Leute, die haben versucht, die Diät zu machen, nur mit Früchten. Ja, die essen den ganzen Tag nur Früchte. Ja. Und nehmen vielleicht am Anfang erstmal kurz ein bisschen ab, aber dann werden sie immer dicker und vor allen Dingen irgendwann macht die Leber nicht mehr mit. Also hier nochmal hier ganz klar, Früchte haben Fruchtzucker. Und zu viel Zucker
hat gravierende Langzeitfolgen. Die können bis zu Alzheimer und Depressionen führen oder auch zu Krebs. Und gerade bei Depressiven ist es ganz wichtig, dass man schaut, woher kommt die Depression und die depressiven Verstimmungen. Denn Depression kann ja zu einer Sucht, einer Zuckersucht führen. Und umgekehrt haben wir ja gesehen, dass zu viel Zucker auch zu Depressionen führen kann. Also muss man hier schauen, was ist die Henne und das Ei und hier entgegensteuern. Die körperlichen Symptome der Sucht sind nach wenigen Tagen eines Entzugs vorüber. Es gibt mittlerweile tatsächlich Zuckerentzugskuren, weil wir wissen ja, Zucker ist eine Droge. Und wir haben Entzugserscheinungen wie Zittern, Nervosität, starke migräneartige Anfälle, Konzentrationsverlust, wenn wir erstmal diesen starken Zuckerkonsum beenden. Also auch hier muss man wirklich das am besten mit einem Therapeuten angehen, wenn man schon über viele Jahre zu viel Zucker konsumiert. Auf jeden Fall sind alternative Gewohnheiten, wie zum Beispiel Sport statt Zuckerriegel oder Tanzen statt Sodatrink, sind notwendig, die zu finden, um gute Gewohnheiten ins Leben reinzuholen, schlechte anheilzustellen. Denn Zuckerverzicht lohnt sich. Die Haut wird schöner, auf jeden Fall viel klarer, viel durchbluteter. Das Herz dankt es ihnen. Sie schlafen besser, weil sie haben weniger Blähungen, sie haben weniger Bauchschmerzen, das Mikrobiom. Die Zusammensetzung ist viel besser. Sie nehmen viel leichter ab, ist ja klar. Sie haben weniger Kalorien. Sie haben aber insgesamt mehr Energie. Die Verdauung verbessert sich. Ihre mentale Stimmungslage wird besser und natürlich können sie sich besser konzentrieren. Ich habe hier nochmal zusammengestellt, wichtige Informationen zum Thema Zuckersucht. Suchtmittel finden Sie hier und einige von den Aussagen, die ich hier gebracht habe, finden Sie unter anderem hier, aber auch ganz besonders einmal in dem Buch von Professor Hassler über die Darm-Hirn-Konnektion, aber auch der von Dr. Mosseter hier aus unserer Gegend, aus dem Südschwarzwald und das ganz neu rausgebrachte von Dr. Lustig. So, dann bedanke mich erstmal ganz herzlich für die bis dahin mir entgegengebrachte Aufmerksamkeit und ich freue mich jetzt auf Ihre Fragen. Und schau mal, ob wir das im Chat auch finden werden. So, jetzt muss ich mal gucken. Keine Fragen. Danke, Frau Hüttges, für die informative Stunde. Danke zurück und Ihnen einen schönen Abend auf jeden Fall. So, dann mal schauen, hat noch jemand Fragen? Also, wenn jetzt keiner mehr Fragen hat, dann herzlichen Dank fürs Zuhören. Sie können sonst natürlich gerne mir auch noch eine E-Mail schreiben, wenn Sie noch später Fragen bekommen. Ich hoffe, ich konnte Ihnen ein paar Infos weitergeben, die Sie in Ihrem täglichen Umgang mit Zucker mit berücksichtigen können. Ich wünsche Ihnen alles Gute, einen schönen Abend und genießen den Rest Sommer. Vielen Dank und bis demnächst.